Schon seit Jahren rüstete die polnische Luftwaffe ebenso wie das polnische Heer im höchsten Maße auf. Die Fliegerhorste waren durchweg vorzüglich ausgebaut. Auf den Flugplätzen entstanden moderne Hallenbauten. Unter dem Einfluss der Westmächte hatte eine schrankenlose Hetze gegen Deutschland eingesetzt. Paraden sollten den Polen beim Anblick von Flugzeugverbänden die eigene Stärke vor Augen führen. Militärische Berater der Westmächte kamen, wie hier ein französischer General, und überzeugten sich vom Rüstungsstand gegen Deutschland. Die polnische Generalität hielt laufend Besichtigungen ab. Anfeuernde Ansprachen wurden gehalten über die Größe und Stärke der polnischen Luftwaffe, über Güte und Anzahl ihrer Flugzeuge. Betrieb auf den polnischen Rollfeldern. Einsatzbefehle gegen Deutschland werden besprochen. Das waren die polnischen Vorbereitungen. Und bei uns? Auch wir stehen bereit und werden, wenn nötig, antworten. Die starke deutsche Luftwaffe wird dabei die ihr gestellte Aufgabe erfüllen. Unsere Luftwaffe packt aus. Überall an den deutschen Ostgrenzen liegen die Verbände zum schlagartigen Einsatz bereit, wenn der Führer es befiehlt. Ruhig und pünktlich, wie ein Uhrwerk, läuft die Bereitstellung unserer Verbände ab. In den letzten Augusttagen 1939 erreicht die politische Hochspannung ihren Höhepunkt. Unsere Armeen sichern die Reichsgrenzen von Ostpreußen, Pommern, Schlesien und von der Slowakei. Am 1. September befiehlt der Führer den Einsatz der Wehrmacht. Unsere Armeen marschieren in Polen ein. Die Luftwaffe erhält Einsatzbefehl. Die Spannung der Bereitschaft wird abgelöst durch den Startbefehl zum Feindflug. Von Ostpreußen, Pommern bis zur Slowakei starten unsere Verbände. Aufklärer, Kampfverbände, Sturzkampfverbände fliegen in den polnischen Luftraum ein. Unsere Jäger sichern den Aufmarsch der Luftwaffe und des Heeres in der Luft. Die alte Polenhauptstadt Krakau. Die berühmte alte Kirche von Częstochowa wird überflogen. Unsere Flugzeuge kommen über die hohen Karpaten und Beskiden vom Süden. Breite Flusstäler führen sie nach Innerpolen. Man sieht das eigentümliche Muster des polnischen Flachlandes,
die übergroßen Marktplätze der polnischen Ortschaften. Die ersten im Feindesland sind die Aufklärungsverbände. Ungeachtet jeder feindlichen Gegenwehr beobachten sie mit Auge und Kamera und melden das Geschehen. Die Bildgeräte erfassen das Ziel mitunter nur durch Wolkenlöcher. Mehrere Einsätze sind manchmal nötig, um ein Kampfziel zu erkunden. Gegen die Festung Warschau von Norden her, die Weichsel, links die Vorstadt Praga, die Brücken über die Weichsel und rechts das Häusermeer der Großstadt. Die F-Staffeln sind überall, im Süden, in der Ukraine, über Lemberg mit seiner dreieckigen Bahnhofsanlage. Das weit im Osten liegende Brest-Litowsk mit seinem rechtwinkligen Straßenbild. Und der alten Zitadelle, vorgeschoben an den Bug. Alle polnischen Festungen werden durch Aufklärer erkundet. Hier Deblin an der Weichsel, das ehemalige russische Iwangorod. An der Mündung des Narew in die Weichsel, die Festung Modlin, der Schlüssel zur Hauptstadt Warschau. In den ersten Tagen werfen unsere Armeen die Polen in kraftvollen Stößen zurück. Die polnische Korridorarmee wird abgeschnitten und vernichtet. Die deutsche Zange setzt am polnischen Raum an. In vorbildlicher Zusammenarbeit mit dem Heer werden unsere Kampfverbände schlagartig eingesetzt. Ein Stuka-Verband im Anflug. Er hat den Auftrag, gemeinsam mit Einheiten der Kriegsmarine den polnischen Widerstand